Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Big Nerd mit Medesart. Und heute werden wir an einem ganz neuen Projekt arbeiten. Wie ihr seht, ist das wieder fast leer. Ich habe mir ein paar Samples rausgesucht von Splice. Ich habe mal so ein bisschen durchgehört, bin ein bisschen in die Soul-Richtung. Und was ich heute machen will, ich würde gerne das Ganze zerschneiden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich beide nehme oder einen, wahrscheinlich nur einen. Den zerschneiden, neu zusammenbauen, darunter eine Linie und einfach mal einen Beat bauen. Aus einem vollkommen fertigen Loop. Das heißt, wir hören uns jetzt mal das Intro an und dann geht's los. So, da sind wir auch schon in unserem Loop. Ich lasse euch mal gleich beide hören. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, natürlich demnächst startet die Beat Nerd Academy. Ich habe ja schon letztens darüber gequatscht, dass eine kleine Beatmaking und Arrangier- und Musicmaking Community errichtet wird. Und ja, ich bin mega gespannt. Ich habe da mega Bock drauf. Ich werde auch demnächst noch ein paar Kurse drehen. Ich sage das immer, aber diesmal drehe ich die wirklich. Ich muss die auf jeden Fall drehen, weil die wichtig sind. Und dann geht's richtig los. Dann ballern wir ohne Ende raus. Das heißt, ihr werdet genau das, was ihr hier bekommt, noch tiefer bekommen. Wir werden noch mehr miteinander arbeiten, an euren Projekten arbeiten, zusammen in der Gruppe. Also das wird sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay, aber gehen wir erstmal hier in unser Sample. Wir hören uns das mal an. So, und das zweite. Okay, ich finde die beiden Sachen an sich schon ziemlich cool. Muss man auch wirklich sagen, die sind sehr gemacht. Aber wie immer haben wir natürlich das Problem, wenn wir jetzt das genau 1:1 so nehmen, naja, dann kann es ja jemand anders auch nehmen. Und dann ist es halt ein bisschen traurig, wenn irgendjemand wirklich genau den gleichen Beat hat wie wir. Das bedeutet, was ich immer mache gerne, ist einfach das Ding entweder zerschneiden per manuell. Das heißt, ich schneide hier. Aber diesmal werden wir es anders machen. Und zwar, ich überlege gerade mit den Drums. Ich glaube, wir bauen erstmal ein paar Drums. So ein ganz, ganz Standard, damit wir etwas haben, mit dem wir arbeiten können. Genau, hier einfach meine Presets reingeladen. Ich nehme einfach auf. Okay, das reicht auch schon, wird quantisiert. Und im Kurs werden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr krass beschäftigen mit Drums, weil einfach Drums so unglaublich wichtig sind. Ja, man kann es wirklich nicht oft betonen, wenn ein Groove nicht groovt, dann kann es sein, dass das Sample auch nichts mehr bringt. Also von dem her werden wir uns damit ein bisschen, und ich habe von Chip Hope das Owl Art Tutorial gemacht, also praktisch seine Masterclass, und da kamen ein paar geile Sachen. Werden wir auch hier reinbauen. Okay, genau, es hört sich erstmal ein bisschen crazy an. Das soll so sein. Wobei, die will ich erstmal alle umhauen, weil jetzt habe ich die ein bisschen zu nah an der Kickdrum gebaut. Ja, vielleicht sogar hier. Ja, den könnte man auch hier machen. Okay, und dann nehmen wir jetzt nochmal Claps, und zwar wirklich auf Straight 2 und 4. Das reicht mir auch. So, und somit haben wir zumindest so einen Grundrhythmus. Dann bauen wir jetzt noch mal hier eine Hi-Hat rein.
Okay. ja, sehr random. Ja, aber es passt ganz gut. Okay, dann brauchen wir den Klick auch nicht mehr. Dann haben wir erstmal unseren Grundgroove. Ihr seht, ich bin gerade nicht mit den Kopfhörern unterwegs. Werde ich demnächst wieder ein bisschen mehr machen. Und ich muss wirklich sagen, die Steven Slade Kopfhörer, ja, sind echt krass. Also ich muss immer, immer, immer wieder sagen, geiles Ding. Okay, sehr geil. Dann würde ich sagen, was wir jetzt machen ist, wir holen uns ein neues Instrument und zwar den Quick Sampler. Überleg gerade. So, und dann ballern wir einfach eins von den Samples hier rein und werden das jetzt wie ein Instrument spielen. Wir werden in der Academy nochmal sehr genau drauf eingehen. Ja, das Problem ist, ich kann leider nicht immer auf die ganzen Sachen komplett eingehen, weil ansonsten wird das einfach zu lang und auch in Klammern zu langweilig. Ich selbst mache ja immer mal sehr, sehr viele Workshops und manche Workshops sind sehr, sehr schnell gemacht. Das ist so ein bisschen eher wie hier gerade, dass wir wirklich bam, bam, bam alles reinmachen. Und dann mache ich auch Workshops, die richtig in die Tiefe gehen. Also jetzt gerade bei, hier, kleines Shoutout an besser mischen, besser abmischen. Sehr geil und da geht es wirklich richtig, richtig, richtig in die Tiefe. Und da muss man doch schon ein bisschen Hirnkapazität gebrauchen oder benutzen. Also ich kenne es ja bei YouTube, diese Videos, die relativ schnell gehen. Man guckt, bam, der dreht fünf Knöpfe und es klingt geil. Aber es ist halt nicht die Realität, die Realität ist. Ich muss wirklich daran sitzen und die fünf Knöpfe mir wirklich ansehen, damit ich auch weiß, was die machen und nicht, naja, ich drehe mal fünf Sachen rein, weil das ist dann nur random. Und wir wollen ja richtig geile Sachen. Und genau so sieht es auch mit der Produktion aus, dass wir wirklich gucken, was wir hier machen. So, aber wir slicen mal. So, und jetzt geht es darum praktisch, und das ist wirklich auch sehr, sehr random. Wir probieren das mal zu spielen und wir probieren uns Sachen zu finden. Man kann natürlich jetzt gucken, wie man das selbst sliced. Also das ist jetzt praktisch ein automatischer Slicer, der genau die Transienten hier rausgezogen hat. Die behalten wir. Aber man kann es natürlich noch selbst machen, dass man sagt, ah nee, ich will genau das Stück und dann das Stück. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt natürlich nicht der beste Klavierspieler. Machen wir ein bisschen lauter hier. Ich höre fast gar nichts. Okay, ich lasse mal die Drums laufen und spiele mal ein bisschen jetzt. Okay, ich habe meine Linie. Dann muss ich nur noch gucken, wie ich das einspiele. Oder, wisst ihr was, wir machen es anders. Wir machen es anders. Dadurch, dass mein Keyboard hier an der Seite ist, ist es ein bisschen tricky. Aber ich habe eine Idee. Was ihr auch auf jeden Fall machen könnt, würde ich auch jedem raten, einfach das Ding verlängern und so lange rumspielen an den Dingern, bis ihr sagt, okay, geil, das gefällt mir. Und wir werden noch viel weiter damit arbeiten. Also das war es nicht, dass wir hier einfach nur die Chops nehmen, sondern da kommt noch eine ganze Menge. So, und macht euch ruhig den Sampler hier auf, damit ihr auch wirklich seht, was ihr hier macht. Also dass man sieht, ah, okay, hier ist ein längerer Part, ein kürzerer. So, jetzt muss ich wieder... Auch geil. Ah. Okay, ich lasse mal laufen. Ich nehme mal auf und dann gucken wir mal.
Ich habe da, glaube ich, ein paar ganz geile Sachen. Ich überlege gerade, ob ich das Ganze quantisiere. Ja, ich glaube, wir quantisieren das Ganze mal. Auf 16. Und dann schauen wir mal, weil ich glaube, wir können sogar das Ganze nehmen. Ich zeige euch das mal. Ja, sehr. Ich mag diesen letzten, das ist ziemlich geil. Okay, was wir jetzt machen ist, wir bouncen das in place, damit wir das weiter bearbeiten können. Denn jetzt fängt der Spaß eigentlich richtig an. Man könnte natürlich sagen, ey, das nehmen wir jetzt so, aber das machen wir natürlich nicht. Wir lassen uns das mal so, wie es ist. Vielleicht können wir das später noch gebrauchen, aber wir arbeiten natürlich jetzt mit dem Ding hier. Ich glaube, die Drums können wir ein bisschen runtersetzen. Die ballern mir ein bisschen zu viel gerade. Okay, was ich machen würde, ist einmal das Ganze einfach mal tiefer. Na, das ist so der gute alte Standard. Machen wir minus 3. Ja, klingt ganz anderes Feeling. Sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir noch für Tools haben. Was wir machen könnten, es gibt, ja, gucken wir mal, ob die Effect-Tricks irgendwas Geiles machen kann hier. Ich hätte eine Idee, vielleicht den Scratcher, müssen wir mal gucken. Okay, hier schon mal nicht. Nein, muss hier gleich. Na, irgendwie. Okay, dann halt nicht. Gucken wir mal den Loop. Ja, ein bisschen zu krass. Auch nicht schlecht. Okay, lassen wir es mal so. Ich habe noch eine Idee. Wir gucken gleich mal, ob daraus was wird. Dann ballern wir den RC20 rein, um einfach so ein bisschen mehr Feeling reinzubauen. Und zwar mein Lieblings-VHS-Tool. Kleines bisschen Valhalla. Ja, mit den Stutter bin ich mir nicht sicher, aber was wir jetzt machen, wir bouncen das wieder in place. Und was wir jetzt machen ist, wir ballern uns das Ganze nochmal in Quick Sampler. Das heißt, das, was wir vorhin hatten im Quick Sampler, dass wir damit spielen konnten, hauen wir jetzt nochmal hier rein. Ups, das war falsch. Ich wollte es nicht original, ich wollte es optimiert. Also ich würde immer mit dem Optimierten arbeiten, weil mir das ganz viel Arbeit erspart, ehrlich gesagt. Weil der eigentlich schon ganz geil das ganze Sample bearbeitet. Also hier, man sieht die Crop Slices und sowas. So, Slice wieder. Und jetzt hören wir mal wieder rein. Okay, probieren wir mal das hier.
Und wir können das natürlich drunter auch laufen lassen, logischerweise. Ich weiß nur nicht, in was für einer Art ich das jetzt aufgenommen habe. Also was für ein rhythmisches Muster. Das müssen wir gleich mal gucken. Wir hören mal kurz rein. Und der erste muss hier auch noch. Den brauchen wir nicht. Ja, und das könnte man eigentlich. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, hier würde ich jetzt noch mal sich mal überlegen. Hier muss man auch ganz schön aufpassen, dass man nicht komplett den Durchblick verliert. Ja, weil ich würde gerne den laufen lassen unter dem hier, aber dann glaube ich, brauchen wir diese Extremstutter nicht mehr. Vielleicht den Loop. Hören wir mal kurz nochmal rein. Ja, hier ist ein bisschen schade, weil der ein bisschen auseinander geht. Ja, vielleicht hier ist. Ja, besser. Okay, der Reverb bringt uns nichts hier. Vielleicht gefiltert. Ah, gut, der Filter bringt auch nichts. Vielleicht Reverse. Ja? Geil. Ja. Ja, geil. Den Reverse nehmen wir. Okay, ich könnte es wieder bouncen. Wir lassen es erstmal sein. Wir löschen mal hier alles, was wir nicht brauchen. Das ist unsere Grundlinie, die behalten wir auf jeden Fall. Das bouncen wir auch noch nicht. Bin mir noch nicht sicher, wie wir das reinbauen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier, machen wir das mal hier ein bisschen, das runter, hier ein bisschen anheben. Gucken wir mal. Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen in die Seiten ballern, damit es nicht so in der Mitte ist. Das ist einfach so ein bisschen, vielleicht sogar mit dem Soundtoys. Das könnten wir mal probieren mit dem Penman, dass wir einfach ein bisschen so. Ja. Ja, es hat einen geilen Rhythmus. Gucken wir mal beide zusammen. Geil, gefällt mir. Also ist jetzt total abgefahren. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir dem Ganzen auch so ein bisschen eine Form geben. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen oder wir werden wahrscheinlich beide benutzen. Einmal Akkorde drunter. Da könnte ich jetzt natürlich wieder Tim gebrauchen, aber ich werde es auch so schon schaffen, mit dem Klavier mir einfach schöne Akkorde hier reinzuballern. Die werde ich auf jeden Fall einzeichnen, weil ja, ich bin jetzt nicht so der Klavierspieler. Aber auch hier, da wird es auch im Kurs eine ganze Menge Kram geben, wie man sich Klaviere baut aus bestimmten, ja, wie kann man sagen, aus bestimmten Parts und so weiter. Und hier ist es ja so, dass ich praktisch die Akkordfolge, wir sind drei runter, wir waren in G-Moll. Das heißt, auch hier wieder harmonisch ist es gar nicht mal so wichtig. Man kann es mit den Ohren machen und ich mache es auch sehr, sehr oft mit den Ohren. Aber manchmal ist es ein bisschen leichter, wenn ich weiß, okay, wir sind bei G, Fis, F, wir müssen eigentlich jetzt beim E-Moll sein, was mir eigentlich sehr gut gefällt, weil ich E-Moll sehr mag. Das heißt, ballern wir uns einfach mal hier das Klavier rein. Ich glaube, ich packe mal hier noch ein bisschen mehr Kompression rein, schon von Anfang an. Ja, genau, da ist er.
Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ich habe noch gar nicht so eine Idee, was das Klavier macht. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, was, wie es, wenn der Grundton spielt. Also praktisch, oh, da sind die Particles drin. Nein, die brauche ich im Moment nicht. Was wir versuchen könnten, ist erstmal einen Grundakkord zu bauen. Das darf ruhig ein kleines bisschen jazzy sein. Ein kleines bisschen. So, probieren wir mal. Also, lassen wir mal laufen. Ja, ganz geil. Okay, dann bauen wir hier nochmal die Oktave auf. Dann bauen wir die Quinte drunter. Ja, geil, gefällt mir sehr gut. Ja, sehr geil. Okay, dann würde ich gucken, ob wir beim E vielleicht noch die Terz raufnehmen, möglicherweise. Ups, falsch Terz. Besser. Das ist die, das ist die kleine Terz. Ja. Vielleicht sogar hier noch mal runter in den Sus, in die Quarte. Nee, sorry, was ist das? Große Sekunde. Und hier noch mal in die Quarte. Ja, geil, gefällt mir sehr gut. Wiederholen wir das? Ich würde es anders machen, und zwar wir wiederholen das Ganze nicht, sondern wir machen es genau andersrum. Also müssen wir erstmal nachdenken. Das heißt, der kommt hier. Und ich finde es auch ganz geil, dass es so rhythmisch nicht so in your face ist, sondern so ein bisschen leicht verzögert. Hier, das machen wir hier auch, und zwar so. Guck mal, was kommt. Den könnte ich mir ein bisschen ein Stückchen gerader machen, den, aber nur ein Stückchen. Mal sehen hier. Ja, sehr geil. Also relativ schnell einfach eine leichte Akkordfolge gemacht. Das speichern wir, weil es wirklich ganz gut ist. Okay, dann würde ich sagen, wir sind in Moll. Das ist eigentlich, ja, passt perfekt, weil es eigentlich eine sehr geile Tonleiter ist. Tonart. Jetzt überlege ich, ob wir eine eigene Linie bauen. Machen wir mal eine eigene Liedlinie oder ob wir uns eine gesampelt nehmen. Bin gerade nicht so ganz sicher. Aber wisst ihr was? Wir holen uns mal den Nexus. Vielleicht finde ich da was. Aber wie gesagt, auch hier, ich bin kein Klavierspieler. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, viele Sachen lassen sich sehr gut und sehr easy durchs Ohr machen. So. So, theoretisch könnte man, ich mache es eigentlich so gut wie nie, eigentlich nie, aber man könnte theoretisch das Keyboard jetzt mit wie heißt das Ding, Control öffnen und dann die Tonleiter ansagen und dann zeigt er mir nur die Tasten, die ich drücken darf. Also hammermäßig, mache ich jetzt nicht, weil ich es nie mache und das, aber ich wollte es euch wissen lassen. Hier eine geile Idee. Lasst mich mal überlegen. Das könnte geil werden. Okay, ich glaube, also es wird jetzt. Boah, ist das Hardcore. Wir packen hier mal runter. Aber ich habe eine geile Idee. Okay, hat eine krasse Anschlagsdynamik. Wir machen es mal sehr easy.
ungefähr, dass das so ein bisschen im Hintergrund, das ist jetzt keine Leadline, ehrlich gesagt. Ein bisschen lauter. Und hier machen wir ihn nochmal und dann können wir aber den Weg nach unten gehen. Ah, ich glaube, ich würde den gar nicht so lang machen, sondern kürzer und dann dafür hier. Gucken wir mal. Ah, vielleicht sogar schon hier. Ja, das Problem ist, dass der nur am Anfang geil klingt und dann wird er ein bisschen nervig, also dann eher so. Ah, jetzt ein bisschen zu wenig. Ja, oder wir lassen den und machen ihn nur ganz, ganz kurz am Ende. Das könnte man auch machen. Also ich finde ihn ziemlich geil. Es gibt in irgendeinem Rocky-Song oder sowas, gab es auch so einen ganz krassen Effekt, der wirklich sehr, sehr hoch ist, der einfach nur hochballert. Sehr abgefahrenes, abgefahrener Kram. Ja. Wir probieren ihn mal ein bisschen weicher zu gestalten. Das heißt, einmal, was wir zuerst machen, ist den Drip drauf. Weil ich finde ihn ganz geil, weil der darf nicht so weit vorne sein. Der muss echt krass hinten sein. Und dann natürlich den Valhalla, und zwar ein bisschen mehr Valhalla hier. Ja. Wir probieren mal, ob es tiefer geiler klingt. Ja, vielleicht ist der einfach ein bisschen zu hoch. Hier hört man ihn nicht mehr. Wir probieren mal ein paar verschiedene. Oder wir machen es nur so. Ja, perfekt. Machen wir ihn nur so. Ganz, ganz kurz. Jetzt würde ich ihn aber, glaube ich, doch auf dem E machen. Sonst hört man ihn. Ja. Ja, ist okay. Es ist ein kleines Zusatzding. Also es ist noch nicht mal Lied, sondern, keine Ahnung, Lead Layer. Okay, da brauchen wir trotzdem noch ein Lied. Den packen wir hier raus. Gehen wir nochmal zum Nexus und gucken uns mal noch ein paar andere Leadlines. Ich überlege gerade, vielleicht aus einem anderen, ja, aus den 80ern. Was gibt's denn da? Vielleicht irgendwas hier so? Ja, warum nicht? Das könnten wir nehmen. Okay, natürlich gleich mal wieder hier. Ja, ganz geil eigentlich. Dann können wir hier weiterziehen. Nur gucken, und zwar der müsste hier sein.
Dann müsste der hier sein und dann fängt es, glaube ich, wieder von vorne an, oder? Wir gucken das mal. Ja. Okay, auch da ein bisschen Drip, Valhalla, wir gucken mal, wohin das geht. Okay, sehr geil. Dann lassen wir uns nochmal ganz schnell eine 808 bauen hier. Und dann haben wir erstmal die Grundzüge fertig. Gefällt mir ganz gut. Jetzt könnte man natürlich gucken, ob man es als Sample benutzt und sagt, okay, das Sample behalte ich jetzt so. Oder ob man sagt, okay, man baut jetzt den kompletten Beat raus. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man irgendwie drauf ist. Ich habe am Wochenende habe ich mich mal einfach nur so chillig reingesetzt und einfach irgendwas gebaut und es wurde einfach hammermäßig und ich habe weitergebaut. Und dann habe ich gestern Nacht noch, glaube ich, irgendwie eine Linie gehabt im Kopf, so ein paar Soul-Trap-Gitarren, habe die aufgenommen und dachte mir sofort so, oh, krass, das hat Drive. Also manchmal weiß man es nicht, ja, manchmal kann es wirklich so sein, dass man an irgendwas sitzt und es kann Müll sein. Boah, fett. Und manchmal kann es auch hammermäßig sein. Ich finde ja am geilsten im Moment. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das E hier ganz gut passt. Könnte. Okay, das dürfte ein D sein. Und dann würde ich die tatsächlich gar nicht auf die Kick so sehr bauen, sondern vielleicht sogar eher in diese. Warte mal ganz kurz schauen, wie es mit der. Vielleicht eher so. Also gar nicht so viele Anschläge von der Kick und dafür aber die Kick ein bisschen länger. Ja? Finde ich ganz geil. Die darf jetzt noch ein bisschen mehr Power haben. Das heißt, was wir machen ist, wir packen uns mal hier von Soundtoys den Decapitator ran und ballern uns mal ein kleines bisschen mehr Drive rein. Ja, ja, ist ganz geil. Dann natürlich brauchen wir hier eine Sidechain Compression. Machen wir natürlich mit unserem Vengeance. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze klingt. Also erstmal hier auf die Kick natürlich. Aber ganz, ganz soft. Jetzt nicht zu krass. Weil ich will auf jeden Fall noch, dass man von der Kick was hört. Vom Bass. So, gucken wir uns mal rein. Machen wir mal hier Audio. Dann die 16. aber hier ganz, ganz vorne. Und dann, was wir wieder mal machen, einfach nur als random Ding. Wie gesagt, ausarbeiten machen wir erstmal nicht, aber also von der Art her einfach hier ein bisschen bis 300 erstmal komplett Mono. Dann darf das alles hier hinten ein bisschen aufgehen. So, aber ich habe, glaube ich, das Falsche genommen. Und zwar habe ich Mono genommen. Und ich glaube tatsächlich, über Mono geht das gar nicht. So. Also Mono zu Stereo. Bei 300 nix. Hier einfach randommäßig. Weil hier kommt eh nichts mehr an. Also deswegen können wir jetzt echt weit nach außen ballern. Ja, das passt. Ja, sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, den ganzen Layer packen wir auch hier nochmal in einen Spurenstapel. Machen wir mal Chords daraus. Das haben wir schon. Ach ne, die haben wir noch gar nicht in dem Spurenstapel. Okay, hätte ich eigentlich gedacht. Ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das sind ja unsere Anfangs-Slices. Die ballern wir weg. Das packen wir hier in eine Spur. Überleg gerade. Ah, machen wir mal. Sample passt. Okay, dann machen wir das mal hier länger. Machen das auch mal hier länger.
Und dann können wir eigentlich auch schon hier auch den Vengeance benutzen. Auch hier einfach nur erstmal so ein bisschen angetriggert. Hier benutzen wir natürlich auch den Vengeance. Ah, ich liebe den Vengeance. Eigentlich am Anfang für EDM-Kram und sowas geholt, aber jetzt mittlerweile bei den Trap-Sachen ist der echt geil. Ja, der hat ein kleines Problem und zwar, der hat mir zu viel Tiefen. Der mulmt da unten ein bisschen rum. Das heißt, die Tiefen hauen wir mal weg. Viel besser. Ja. Der kann eigentlich auch so ein bisschen, da haben wir schon, ein bisschen mehr darf der hier vertragen. Ja, das geht. Ja, die Kick ist noch ein bisschen schwach auf der Brust hier. Ja, gefällt mir. Also ist natürlich noch eine ganze Menge Arbeit, aber so könnte man zum Beispiel einfach aus einer Spur, und ich meine, jetzt erkennt man wirklich ja gar nichts mehr von diesem Soul-Ding, was wir hatten. Das bedarf ein bisschen Erfahrung, weil man braucht so ein Grundverständnis von Rhythmik und ein Grundverständnis von Sachen, die zusammengebaut werden. Also ich würde sagen, dieses Sampling, das fand ich damals in den, keine Ahnung, 80er, 90er, diese ganzen Tupac, L, Cool J, also wie die Songs teilweise gebaut haben, wie die Samples, also Platten gesampelt haben, ist hammermäßig, weil das klang so, als wäre das so fertig gebaut. Also wahnsinnig, wie die wirklich ihre Einzelteile. Und deswegen ist das, finde ich persönlich, das Sampling von Vinyl oder von solchen Sachen, ist eine hohe, hohe Kunst, dass man genau diese Chops nimmt, die passen zusammen und dass das Ganze etwas ergibt, wo man gedacht hätte, ja, das wurde halt so eingespielt. Also hammermäßig, werden wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Wie gesagt, in der Beatnote Academy wird es ganz, ganz viel dazu geben. Wir werden alles Mögliche auseinandernehmen, wir werden eigene Samples machen. Wird mindblowing sein. Also, wenn ihr Bock habt, dann auf jeden Fall abonniert den Channel, dann seid ihr auf jeden Fall immer up to date. Ansonsten gibt es den nächsten Newsletter, werde ich auch reinholen. Mit einem kleinen Sample-Pack für euch und ja, stay tuned.